Moin zusammen und herzlich willkommen. Ja, mit Sonntagnachmittag und ich dachte mir, ich drehe nochmal eine Runde. Und ja, da kam halt die Idee, nehmen wir noch einen Kilometer wieder. Denn mittlerweile habe ich auch 6.000 Kilometer, nein, habe ich nicht, unter 3.600 Kilometer. Schieß mich tot. Tja, da muss ich innehalten, denn was Negatives habe ich jetzt hier nicht zu berichten. Punkt. Ist nix. So. Sie macht, was sie soll. Ein Freude und Spaß bereiten und ja, Punkt. Klar. Kühlerumbau. Das hat auch soweit alles super funktioniert. Kommt auch nochmal so ein ergänzendes Abschlussvideo. Halt so eine Art Fazit, sag ich jetzt mal. Ansonsten, ja, ist mir dann mal nochmal ein kleines Malheur, Eigendoofheit. Denn hier habe ich eine Schraubstelle halt, eine Holzstelle, oder wie auch immer man die mal nennt, ne? aufgelegt und die habe ich wohl nicht ganz so richtig festgezogen, hat sich ein bisschen gelöst, ich habe noch keine Schraubsicherung drauf. Da habe ich mir jetzt was anderes kommen lassen. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich die dann halt auch montieren. Denn ich zeige sie euch mal. Der Unterschied ist eigentlich, dass diese Schelle eine selbstsichernde Mutter drauf hat. Das heißt, keine Schraubsicherung oder irgendwelchen anderen Non-Pins. Das hält dann. Und dann brauche ich mir auch keinen Kopf machen. Ist in einer Edelstahl-Verzinkt-Ausführung. Ansonsten habe ich mir hier noch so eine kleine Smartphone-Halterung gebastelt. Muss ich noch mal ein bisschen was probieren. Kann ich vielleicht irgendwann auch mal was zu sagen. Ja, und wenn man hier mal so guckt und sieht, ein bisschen rumgefahren. Und tja, das war's jetzt auch. Nochmal nachher ein bisschen abkärchern und dann ist gut gewesen. Ja, es gibt nichts zu erzählen. Ich habe den letzten Vlog, den ich gemacht habe, also Kilometer-Vlog, der war bei, ich meine, das war bei der Inspektion. Ich glaube 3200 Kilometer oder sowas. Es klappert nichts, fährt alles super, gibt keine negativen Anzeichen, irgendwie das Bremsen oder irgendwas anderes, Reifen haben wir noch mehr als genug Profil, geht ja einigermaßen pfleglich mit um. Ansonsten zum Kühler, gibt es noch was zu erzählen? Ja, ich würde jetzt einfach nochmal sagen, dass das, dass der Kühler, das Kühlerrad oder beziehungsweise Ventilator, sage ich jetzt mal Kühlerrad. Ja, dass das Teil ein bisschen zäher läuft, das meine ich nicht im Negativen, sondern einfach das Ansprechverhalten, sage ich jetzt mal. Klar, kühlt ein bisschen besser, das heißt, sprengt von den Intervallen ein bisschen seltener an, aber läuft ein Tickchen länger, wahrscheinlich wegen dem Kühlkreislauf, die Verlängerung ist ja alles ein bisschen höher gelegt. Und deswegen reagiert er halt ein bisschen später. Ansonsten, ja, alles supi. Vom Fahren her, Fahrstabilität oder irgendwas, selbst wenn du mal über 100 Klamotten fährst, da tut sich nimm's. Ganz im Gegenteil. Ja, und ansonsten war's das. Kurz und knapp. Denn in Sachen Kilometer-Vlog habe ich nichts zu meckern. Ja, jetzt kann ich noch meine Frage. Jetzt kann ich erst mal reinhauen. Ob dann ob ich die Reifen habe wuchten lassen. Vorne kann man es jetzt gerade nicht sehen, aber hier sind Gewichte drin. Das war ab Werk so. Ich bin noch nicht bei gewesen. Nur mal so zur Info. Und ich sag mal, ab 90 merkt man es ein bisschen im Lenker. Also, das ist ansonsten sehr, sehr fahrstabil. Gibt es nichts dran zu meckern. In dem Sinne, schönen Adventssonntag und eine schöne, sag ich, Weihnachtswoche. Boah, geht ja recht um Weihnachten. Ne? Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.